Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück hier bei Resident Evil 4. Ihr werdet euch wundern, weshalb ich noch hier im Dorfbereich bin, und zwar hier beim See. Das liegt einfach daran, weil ich festgestellt habe, dass ich an einer bestimmten Stelle im Spiel einfach, ja, wie soll ich sagen, nicht an einer bestimmten Stelle im Spiel, sondern irgendwie es verpasst habe, richtig zu rendern. Und aus Versehen eine Folge doppelt hochgeladen habe. Zum Glück habe ich den Speicherstand noch. Deswegen versuche ich einigermaßen alles zu rekonstruieren. Das heißt, die Stelle bis, das war glaube ich die Folge 10, das heißt die Stelle bis zur Folge 11 werde ich quasi ja, rekonstruieren, nochmal kurz nachspielen. Ich könnte jetzt einfach einmal durchrushen, aber ich will alles zeigen, was ich davor auch gemacht habe. Ja, um halt kurz zu zeigen, was ich meine, das war halt dieser See. Und wie man sehen kann, den ganzen Bereich hier mit dem Bürgermeister, die zwei Wege und so weiter, haben wir alles noch nicht gemacht. Zumindest an dem Punkt. Da wollen wir hin. Hier war halt der Kampf gegen das Seeungeheuer, das wir ja dann geschafft haben. Wir haben nur irgendeine random Pistole, die TMP als einzige, die wir richtig benutzen wollen. Also die Punisher, die Medaillenpistole. Wie gesagt, alles recht random noch gehalten. Aber ich will halt wirklich alles gezeigt haben. Und ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass mir das aufgefallen ist. Ich habe schon teilweise Panik bekommen, dass das bei Lego Jurassic World auch passiert ist, weil ich glaube zwei Folgen irgendwie die gleiche Länge haben, zumindest laut der Anzeige, und das wäre halt ein bisschen scheiße gewesen, weil ich das nicht einfach so nachspielen kann, wie hier jetzt zum Beispiel, so grüne Edelsteine. Einer der Sachen, weshalb ich hier das nochmal mache. Ich glaube, na gut, das ist erst der erste Edelstein hier. Und wie gesagt, ich werde die Folge auch Folge 9 nennen. Oder 10 dürfte das sein. Deswegen, ja, nicht wundern. Das, ja, ich denke mal, ist alles genug erzählt. Ich werde halt hauptsächlich damit umgehen oder das holen, was ich auch davor geholt habe, so an Secrets, also allgemein Sachen zu finden, aber irgendwelche Sachen untersuchen oder so habe ich auch je gemacht. Die lasse ich mal aus, weil die halt nicht wirklich fürs Spiel wichtig sind. So, Biersteinmaske lassen wir. Kaufen gibt's glaube ich hier nichts. Gewehr, Sturmgewehr habe ich ja alles ausgelassen, TMP. Andererseits, komm. Ich hab ja das Geld jetzt. Nee, dann eher die Punisher. So. Da Geld noch übrig ist, machen wir das auch hier. So, damit wir alles auf dem neuesten Stand sozusagen haben. Obwohl, da könnte ich eigentlich auch. Also, ich hatte ja auch irgendwann gesagt gehabt, dass ich Blendgranaten behalten will. Mittlerweile habe ich angefangen, die zu verkaufen. Wenn ich wirklich alles haben will, nehme ich das auch noch mit. Und ich werde zeigen, wieso. Ach. Bin ich jetzt gerade im Moment jetzt nicht so groß Bock, alles zu sortieren. So. Kurz heilen. Ja, auch ein bisschen mehr Munition und so, also. Ich versuche auch alles möglichst so schnell wie möglich hinzukriegen. Nicht, dass die Folge zu lang wird oder so. Andererseits eine Folge mit Überlänge. Hab da mehr zu gucken. Ist quasi eine Art Ausgleich zu dem, was ich, was gestern war. Mal schauen, wenn ich Glück habe, werde ich danach nochmal eine Runde Resi aufnehmen. Ob ich dann zwei Folgen rauf. Nee, das wird zu viel für mich. Nee, dann werde ich das so machen und
Würde ich alles geteilt lassen. Ich werde auch keinen Speicherstand überspielen, einfach aus Angst, dass ich wie einer meiner normalen Speicherstände überschreiben könnte. So. Dieses Viech haben wir ja mittlerweile kennengelernt. Oder die Mutation. So hieß, glaube ich, auch die Folge. Und na, der Vorteil von Blendgranaten ist, dass... Ah, das Ding kann ich ja noch kombinieren. Aber ich kann ja mal zeigen, wie das denn aussieht. Sieht nicht besonders spannend aus. So, ausrüsten. So, das normale Visier und jetzt ein besseres. Warum auch nicht? Nun gut, nehmen wir jetzt erstmal die Pistole in der Hand. Haben wir genug Munition für. Das Coole ist, wirklich Munition sparen muss ich jetzt nicht. Gibt es auch für den einen, nur für den. Ah, ich will meine Red 9. Geht doch. Boah, so viel Schuss für den einen. Und geben wir 1000 Peseten. Geld könnte ich eigentlich auch liegen lassen, aber ich versuche ja so weit wie möglich alles zu nachzuspielen. Was ich auch im diesen Durchgang, also beziehungsweise in der Originalaufnahme, was übrigens Kollege gesehen hatte, werde ich gleich zeigen. Das war relativ zufällig. Was? So, und der ist tot. Oh, und das Gewehr lädt auch ein bisschen schneller nach. Was ich aber bisher noch nie gefunden habe, außer in dem Durchgang davor, das da. Selbst beim 50. Mal durchspielen findet man immer noch etwas. Ich finde es interessant. So. Hinterlassen hat er nichts. So ein Heizkragen. Munition kann aber nicht schaden. Aber ich glaube, so eine Überlänge wird das nicht. Muss nachladen. Achso, den und den brauche ich. Hallo? Ah, springen. Lass mich nochmal hier kurz hingehen. Hier ist ebenfalls noch ein Schatz. So. Bernsteinring. Ja. Hoppala. Aufklettern. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich das auch schon entdeckt hatte. Achso, und eine kleine Bitte hätte ich noch. Falls ihr sehen solltet, dass eine Folge wirklich doppelt hochgeladen ist, dann sagt mir möglichst frühzeitig Bescheid. Mit etwas Glück habe ich da noch das Rohmaterial da. Damit ich das dann gegebenenfalls nochmal schneiden und rendern kann. Auch wenn es dann nicht ganz so schön wird mit dem Schnitt und so weiter, aber Hauptsache, das, Hauptsache es ist da. Also ist schon nicht unwichtig. So, bam. Zu. Umgeleitet. Beziehungsweise da fließt gar nichts mehr und Durchgang ist offen. So, wer jetzt denkt, das war jetzt zu einfach, nur so ein dummes Rätsel, der hat recht. Oh, ich glaube, der Typ hatte eine Brille. Aua. Aua. Okay, nee, bevor ich... Oh, oh. Das ist mir beim Mal davor nicht passiert. So, und schön raufklettern. Oh, da ist noch. So. Oh! Scheiße. Nicht, dass da gleich wieder einer hochkommt. So, nachladen. Und für den holen wir wieder die Pistole raus.
Na komm, komm. Perfekt. Das war's. Eine kleine Masse erledigt. Nicht so eine wie das ein oder andere Mal, aber... So. Normalerweise, ein Spruch, den ich davor, an den ich mich noch erinnere, normalerweise, wenn man eine Tür öffnen will, muss man eigene Schlüssel einfügen. Hier ist es umgekehrt. Du erhältst runde Insignie. Das ist der Schlüssel für die Kirche. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Jo. Ging doch ein bisschen kürzer als gedacht. Munition. Munition. Ah, dass er hier so rumzappelt, das liegt an den Fledermäusen. Die machen mir aber nichts. So, und hier ist ein kleines Bötchen. Wo wir jetzt rauskommen? Seltsamerweise sind da Harpunen. Die Fackel kennen wir doch. Jo, und wenn ich hier jetzt auf Karte gucke, sind wir hier wieder auf der anderen Seite, wo halt der Gigante ist. Und ja, wo auch die Aufnahme, die letzte, also die Aufnahme, die dann danach kam, begann. Hier ist halt Händler, habe ich glaube ich Sachen verkauft, hier habe ich gespeichert. Jo, und das wär's so mit der Nachholfolge. Ich hoffe, es war in eurem Sinne. Falls nicht, tut mir leid, müsst ihr einen Tag länger warten, bis die nächste richtige Folge kommt, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. In dem Maße, oder in dem Sinne dann tschö, adieu und bis zum, ja, bis zur nächsten regulären Folge dann. Sprich, bis morgen. Tschö, bis dann.